Wir setzen fort mit den guten Gedanken vom guten Papst Johannes, den 23. Noch drei werden wir hören. Nur heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen. Nur heute werde ich 5 Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen, wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele. Passt jetzt auf. Nur heute werde ich eine gute Tat vollbringen und ich werde es niemandem erzählen. Und jetzt? Sana Nasser, Libanon. Das erste Mal war sie in Medjugorje 1986. Damals war sie Teenagerin und dann hat sie den Verein gegründet, Freunde der Königin des Friedens, Sana Nasser. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Dobro jutro svima. Einen guten Morgen euch allen. Ich heiße Sana Nasser und ich komme aus Libanon. First, I would like to thank Our Lady for permitting me to be standing here today. Ich möchte der Mutter Gottes danken, dass sie mir erlaubt hat, dass ich heute hier stehen darf. Und ich danke der Pfarrei, dass sie mich gebeten hat, dass ich Zeugnis abgebe und dass ich über meine Lebensgeschichte spreche, über Medjugorje und über Libanon. Libanon ist ein kleines Land, 10.000 Quadratkilometer. Und das Wort Libanon wird in der Bibel 71 Mal erwähnt. Libanon ist eigentlich dieses einzige christliche Land im Nahen Osten und da befinden sich auch 24 muslimische Länder. Unser Volk hatte immer eine besondere Beziehung zur Mutter Gottes. Wir haben ein bekanntes Heiligtum, das heißt Mutter Gottes von Libanon, und dort kommen täglich Hunderte von Pilgern aus der ganzen arabischen Welt, Moslems und Christen, und die Mutter Gottes auch physisch, sie war in unserem Land. Als sie mit ihrem Sohn Jesus, als er dann nach Libanon kam, um zu predigen in Tyrus und Sidon, und ich wartete auf ihn, ein Dorf, und heute nennt sich dieses Wort die Mutter Gottes des Wartens. Mein erstes Kommen nach Medjugorje war am 3. September 1986. Ich war Teenager und mein Leben war unglücklich. Ich habe nicht an Gott geglaubt und dann habe ich gedacht, gut, wenn es ihn
auch gibt, er ist doch gegenüber der Welt gar nicht fair. Und das Kommen nach Medjugorje war eigentlich gar nicht geplant. Und ich war auf einer Reise, und zwar mit zwei Mönchen, Freunde, die das Auto nach Libanon gefahren haben. Sie haben mir gesagt, 5 Jahre erscheint die Mutter Gottes in einem kleinen Dorf in Jugoslawien. Und die Mutter Gottes erscheint 6 jungen Menschen und sie gibt ihnen die Botschaft des Friedens für die Welt. Und das Ganze ist geschehen auf unserem Weg. Und mir kam dies irgendwie damals lustig vor und sehr naiv. Aber es war irgendwie interessant. Ja, weshalb nicht? To understand what life is about and why I existed. Ich habe eigentlich Gott gesucht und es war schwer für mich. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Sinn des Lebens und weshalb existiere ich denn überhaupt? Viele Menschen, und da schließe ich auch meine Eltern mit ein, sie haben mir gesagt, Gott existiert. Dass er gut ist, dass er unser Glück möchte, unsere Freiheit. Aber das war im Gegensatz von dem Ganzen, an was ich geglaubt habe. Es sah für mich irgendwie lustig aus. Ich habe nämlich gedacht, ich bin ja sehr klug. Und ich habe gedacht, das sind irgendwelche Sachen, da wo irgendwelche Menschen dieses Bedürfnis haben zu glauben, damit sie dann nicht in Verzweiflung fallen und dass sie dann nicht enttäuscht sind. Und ich bin nach Medjugorje gekommen und wir mussten da eigentlich eine Nacht verbringen und dann uns weiter auf den Weg machen. Und es war genau 6.40 Uhr, als wir in Medjugorje angekommen sind und diese Kirche befand sich mitten in einem Feld und dieses Dorf befand sich irgendwie so leer. Dorf der Geister und dann alle waren in der Kirche und es war so, nun ich konnte nichts anderes, bin dann auch in die Kirche und da war ein Gedrängel, es war voll, alle waren auf den Knien mit verschlossenen Augen, als seien sie irgendwie in einer anderen Welt. Und dann wiederum ist mir nichts anderes übrig geblieben, als dies zu tun wie die anderen. Ich bin dann auf die Knie gegangen. Und dann in diesem Moment, als ich auf die Knie gegangen bin, ich habe die Anwesenheit Gottes gespürt und die Hand der Mutter Gottes auf meinem Kopf. Und in einem Moment habe ich dieses größte Geschenk in meinem Leben bekommen. Ich habe die Antworten bekommen auf all meine Fragen. Ja, Gott existiert. Ja, Gott. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes und der Sohn Mariens. Ja, er ist die Dreifaltigkeit. Ja, und Gott liebt uns. Und ich habe geglaubt, dass Jesus und Maria uns sehr nahe sind. Und dass sie jeden Einzelnen von uns sehen und jeden Einzelnen hören, auch wenn in der Welt einige Milliarden von Menschen existieren. Und
Ich habe an dies geglaubt, dass sie leiden mit allen, die leiden, und dass Jesus am Kreuz gestorben ist, damit er uns alle rettet. Und dieses Gefühl des Glaubens, der Hoffnung und der Sicherheit auf einmal hat es jede meine Überlegung überstiegen und die intellektuelle Logik. Gestern hat die Mutter Gottes gesagt, verschwendet nicht die Zeit, indem ihr zu viel überlegt. Und die allerbeste Sache, die mir jemals passiert ist, ich habe begonnen, in den Himmel zu glauben. Den Himmel gibt es. Dort, wo die toten Menschen gehen und sie leben zusammen in diesem Glück. Und das war dieses größte Wunder meines Lebens. Und das wünsche ich euch allen. Das wünsche ich jeden Menschen hier auf dieser Erde. Nicht nur, dass es den Himmel gibt, sondern dass der Himmel so nahe ist. Die Mutter Gottes, sie macht nur einen Schritt und sie ist dann hier leiblich. Sie braucht kein Flugzeug, nichts und auch nicht Stunden des Reisens. Sie macht nur einen Schritt. Und aus der Ewigkeit kommt sie dann hier in unsere Welt. Und ich konnte an dies glauben und ich glaube immer noch an dies, dass wir erschaffen worden sind für das Glück. Wisst ihr, ich habe immer gedacht, wir müssen leiden, damit wir dann in den Himmel kommen. Bis ich dann dies gelernt habe aus Medjugorje, dass wir erschaffen worden sind für das Glück. Denn das hat die Mutter Gottes in einer ihrer Botschaften gesagt. Ich möchte, dass jeder von euch glücklich hier auf dieser Erde ist und später dann mit mir im Himmel. Anstelle, dass ich eine Nacht in Medjugorje verbringe, ich habe meine Freunde gefragt, dass sie mich dann hier lassen, und ich bin dann 8 Tage hier geblieben, 8 Tage Einsamkeit, und das waren die glücklichsten Tage meines Lebens. Ich kannte niemanden und ich habe mit niemand gesprochen. Und ich konnte damals nicht die Sprache, aber heute kann ich auch nicht die Sprache. Und ich bin niemandem begegnet, der Englisch konnte. Auch die Familie konnte kein Englisch da, wo ich lebte. Niemand konnte Englisch. Und ich wusste nicht, dass es den Erscheinungsberg gibt. Ich wusste nicht, dass es den Kreuzberg gibt. Ich wusste nicht, dass die Seher Zeugnis geben. Nichts wusste ich. Den ganzen Tag bin ich hin und her gelaufen und wartete auf das Abendgebetsprogramm. Und das war für mich der Himmel hier auf Erden. Das war diese glücklichste Zeit, die ich mir überhaupt jemals vorstellen konnte. Und dann während des Tages zwischendurch habe ich dann ein Buch über Medjugorje gelesen, das mir die Freunde gegeben haben, die Mönche, bevor sie gegangen sind. Und daraus habe ich gelernt, dass die Mutter Gottes 5 Wünsche hat. Ihr kennt sie alle. Rosenkranz, Heilige Messe, Bibel, Fasten und die Beichte. Nach diesen 8 Tagen
bin ich nach Hause gegangen. Und ich habe mit mir meinen Glauben mitgenommen, das Glück und diese fünf Wünsche Mariens. In der Familie habe ich dann eine Gebetsgruppe gegründet. 1986, gleich in dieser ersten Woche, als ich zurückgekommen bin. Und diese Gruppe, sie geht bis heute. Auch wenn wir zuvor niemals als Familie gebetet haben. Und diese fünf Wünsche der Mutter Gottes, ich habe begonnen, dies jeden Tag zu leben. Und ich bin nicht stehen geblieben, schon über 25 Jahre. Mir ist dies auch bewusst, dass dies auch ein Wunder ist. Und jetzt weiß ich, dies heißt Gnade. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber ich weiß, dass es möglich ist. Und zu Hause habe ich diese Freude des Rosenkranzgebetes gespürt, die heilige Messe jeden Tag, ein Teil aus der Bibel lesen jeden Tag, das Fasten mittwochs und freitags und die monatliche Beichte. Wisst ihr, das tägliche Beten, dieser tägliche Rosenkranz, ich weiß, dass dies für viele nicht leicht ist und manche sagen, es ist unmöglich. Aber manchmal, es ist so wunderschön. Du hast diesen Eindruck, die Mutter Gottes ist mit dir. Und sie freut sich, weil du dies tust. Und dann gibt es Tage, du spürst überhaupt nichts. Es kommt dir so schwer vor, unmöglich. Keine Zeit, es ist keine Konzentration da, tausende Sachen müssen noch erledigt werden. Aber du kannst morgens beginnen, mit dem Rosenkranz beginnen. Und irgendwie am Ende des Tages wirst du dann den Rosenkranz beenden. Genauso mit der Heiligen Messe. Es gibt Tage, da ist es so schwer und dann so langweilig. Und du musst dann deinen Willen bewegen und das Gefühl dieser Verpflichtung, ich muss gehen und ich gehe. Es gibt Tage, da ist es wunderschön. Da ist es wunderschön und du spürst, Jesus ist dort, erwartet auf dich. Und dass dein Gebet die Seelen rettet und dass es die Menschen in den Himmel führt. Und dass es hilft, dass die Menschen, die krank sind, dass sie sich besser fühlen. Und in diesen beiden Fällen, am Ende, du bist glücklich, weil du es getan hast. Und du spürst diese Sicherheit und den Frieden. Meine Geschichte, die damals so einzigartig war, ich weiß, dass diese Geschichte ähnlich ist den hunderttausenden Menschen, die hier in Medjugorje waren und die hier diese Gabe des Glaubens und der Hoffnung empfangen haben. Ich bitte euch, habt keine Angst, die Mutter Gottes zu lieben und dies zu tun, das, was sie von euch ersucht. Zumindest einen kleinen Teil von dem Ganzen. Wisst ihr, sie sagt immer Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Und
Ich denke, dann, wenn wir nur einen Teil des Rosenkranzes beten, die wird dann nicht kommen und fragen, wo ist denn der Rest? Sie wird euch sagen, danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Wenn wir nicht den ganzen Tag fasten, nur einen halben Tag, ich glaube nicht, dass sie dann kommen wird und sagen wird, wo ist denn dieser zweite Teil des Tages, sondern danke dir, dass du meinem Ruf gefolgt bist. Nach dem Ganzen dann zu Hause. Ich habe ständig zur Mutter Gottes gebetet, dass sie mir doch hilft, dass ich meine Mission finde. Ich war glücklich und ruhig, aber irgendwie fehlte die Leidenschaft und ich habe dies überall gesucht. Durch weitere Schulung, meine Berufung, die Arbeit, unterschiedliche Arten. Und dann habe ich gedacht, meine Mission ist dies, dieser materiellen Armut zu helfen. Und bis ich dann erst verstanden habe, dass meine wahre Sendung dies ist, bei dieser geistigen Armut zu helfen, diese Armut, die ich persönlich selbst erfahren habe. Und ich denke, da hat dies dann begonnen, die Mission Freunde der Königin des Friedens zu blühen. Die erste Gruppe, die ich dann nach Medjugorje gebracht habe, zählte 30 Personen, 1996, 10 Jahre nach dem Kommen von Medjugorje. Das war meine Gebetsgruppe und da, wo meine Familie war und die nahen Freunde. Niemand zuvor hat jemals etwas über Medjugorje gehört. Niemand in Libanon hat etwas gehört davon. Und dann einige Jahre später, als ich dann zum Seminar der Organisatoren und der Pegelleiter gekommen bin und das organisierte Pater Slavko Babaric, da waren mit mir schon 200 Pilger und dann habe ich damals gedacht, das ist wahrhaftig viel heute. Mehr als 79.000 Menschen aus Libanon, die waren mit uns zusammen in Medjugorje. When priests would get upset if we talked about Medjugorje. Und dann, indem die Priester auch wütend waren, weil ich über Medjugorje gesprochen habe. Und heute kann ich sagen, dass über 400 Priester aus Libanon, sie waren mit uns in Medjugorje. Und das ist sozusagen die Hälfte der Priester, die überhaupt in Libanon existieren. Und 19 Bischöfe aus Libanon, sie waren auch hier. Vergessen wir dies nicht, dass ich auf so etwas gar nicht vorbereitet war. Das ist nicht meine Arbeit, das habe ich nicht studiert. Es ist einfach so geschehen. Und heute sehe ich ganz klar, dass dies im Plan der Mutter Gottes war. Unser Verein, Freunde, Mariens, der Königin des Friedens, und da sind nur Volontäre und sie haben ihre Arbeit, ihre Berufung
Und in Medjugorje kommen sie dann, wenn sie ihren Urlaub haben, damit sie die Pilger begleiten, dass sie den Pilgern zur Verfügung stehen. Ohne diesem Team und ohne diesen Menschen, die im Büro arbeiten, wir alle sind vereint wie eine Familie. Ohne dem Ganzen wäre nichts möglich. Das alles ist eine Frucht von ihrer Loyalität, dieser Mission und jedem Wort der Mutter Gottes. In der Stille werden wir die Glocken des Engel des Herrn hören. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria sprach sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißung Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Für alle unsere Verstorbenen, Herr, gib ihnen das die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Friends of Mary, Queen of Peace, is a non-profit organization. Die Freunde Mariens, der Königin des Friedens, ist eine nicht-profitmäßige Organisation. In Libanon nennen wir dies als karitative Organisation. Und unser Büro befindet sich bei Tel El Lumière. Das ist die einzige dienstliche TV-Station, in dem es die katholische Kirche adaptiert hat. Und unsere Sendung ist nicht nur die Pilger nach Medjugorje zu begleiten, sondern wir übersetzen und verbreiten die Botschaften der Mutter Gottes in die 24 Länder Arabiens und in die Länder da, wo Arabisch gesprochen wird. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Ganze ausgeschaut hat, als es noch nicht diese Medienmittel gab? Wir übersetzen etwas Spirituelles und dann halten wir auch Vorträge in ganz Libanon. Und heute gibt es in Libanon Hunderte von Gebetsgruppen. Vielleicht 100 Chöre, Medjugorje-Chöre. Und einige, sie sind auch heute hier mit uns.
Wir sind im Chor des Jugendfestivals, so wie auch Melinda vor einigen Jahren in Libanon war. Jedes Jahr organisieren wir die Novene für den Jahrestag der Erscheinung und wir beten für den Frieden zusammen mit der Pfarrei Medjugorje. Wir machen auch humanitäre Werke, Taten im ganzen Land und TV-Programme und Dokumentarfilme über Medjugorje. Und das wird dann über Satellitfernsehen in der ganzen Welt wird es übertragen. Und dieses Jahr haben wir uns angemeldet. Wir haben eine Applikation gemacht, das könnt ihr euch dann laden auf den Handys. Und das ist diese erste Applikation in 8 Sprachen, eine Enzyklopädie von allen Botschaften der Mutter Gottes von Anfang an bis heute. Unsere Quelle ist die Webseite der Pfarrei Medjugorje und dieses Programm kann man downloaden auf Handys. Schreibt nur Medjugorje-Friends of Mary und ihr werdet es dann bekommen. 1998 haben wir Pater Joso nach Libanon eingeladen und der verstorbene Pater Slavko, er hätte eigentlich kommen sollen, aber er hat es nicht geschafft und Pater Danko war in Libanon vor einigen Jahren mit einigen Freunden. Und 2012 die Seherin Maria, sie hat auch die Einladung von uns angenommen. Und während des Gebetsprogramms, da versammelten sich 110.000 Menschen, Moslems und Christen. Und das ist diese Zahl, das sind Zahlen von dienstlichen, amtlichen Autoritäten. Der Seher Ivan hat auch unsere Einladung im Jahr 2013 angenommen und wir haben Gebetstreffen organisiert im ganzen Land und Libanon und der ganze Nahe Osten. Wir haben das alles der Mutter Gottes geweiht und wir haben für den Frieden gebetet und am Ende die Früchte von Medjugorje in Libanon sind sehr groß. Viele hunderte geistige und physische Bekehrungen und Ordens- und Priesterberufungen und eine sichtbare Frucht ist hier. Ein Leiter von den Pilgergruppen vor 13 Jahren. Wir haben heute hier den Pater Charlie. Er ist heute Priester. Last but not least. Das letzte, aber nicht weniger wichtigste. Nächstes Jahr feiern wir 20 Jahre des Existierens des Vereins Maria Königin des Friedens. Ich bitte euch, betet für uns und für unsere Mission. Mutter Königin des Friedens, bitte für uns. Danke euch. Like to share with Medjugorje something very special to us.
Wir möchten der Pfarrei noch etwas hinterlassen, das, was für uns kostbar ist. Und das ist der Heilige aus Libanon, der Heilige Charbel. Möge er auch hier in dieser Pfarrei sein. Danke euch. Hvala Sani, hvala Libanonu. Danke Sana, danke Libanon.